Gut. Ich fange mal an. Erstmal ganz kurz möchte ich mich auch bei der Orga bedanken, dass ich hier die Möglichkeit habe, hier zu sprechen. Mein Name ist David Kelm. Ich habe an der TU studiert, IT-Security, und habe mich in meiner Masterthesis und auch die Jahre davor sehr intensiv mit Social Engineering beschäftigt. Und daher daraus ist auch vieles von diesem Vortrag eben erwachsen. Generell erstmal IT-Angriffe. Also da sind natürlich gerade in den letzten Jahren, gerade auch in den letzten Monaten, ihr alle kennt das, es ist viel passiert, man liest immer wieder was. Ganz schöne Angriffe, gerade für uns Security-Leute, sind natürlich sowas wie jetzt auf RSA, was passiert ist, ist jetzt schon 2, 3 Jahre her. Da wurde, also wenn eine Security-Firma wie RSA gehackt wird, ist es natürlich immer sehr kritisch. Ja? Da wurden die Token, also Zugriff, die Zertifikate von Tokens wurden ausspioniert, übernommen. Und da musste ziemlich viel neu gemacht werden. Genauso ein Hack auf Saudi Aramco, das ist der saudi-arabische Ölkonzern. Da wurden über 1 Million Workstations, also Computer, wirklich infiziert. Genau, das ist ziemlich viel vorgekommen. Generell ist bei diesen Angriffen, hat eigentlich alles einen gemeinsamen Nenner, und viele davon wurden mit Social Engineering ausgeführt. Also wo wir sicher sein können, dass wirklich Social Engineering genutzt wurden, wo wir die Informationen haben, die habe ich jetzt hier mal rot markiert. Ein interessantes oder ein schönes Beispiel ist auch der Hack von der Syrian Electronic Army auf CNN. Die haben nämlich E-Mails gesendet, Phishing-E-Mails gesendet, versucht, dass Mitarbeiter ihre Passwörter online eingeben. Da sind dann ein paar wenige drauf reingefallen, und dann haben sie deren Accounts genommen, deren E-Mails-Accounts genommen und dann an ihre Mitarbeiter, an ihre Kollegen E-Mails gesendet und gesagt: Ja, Achtung, da war ein Angriff. Ändert jetzt mal besser euer Passwort, damit ihr nicht auf sowas reinfallt oder damit jetzt nichts weiter passiert. Ein anderes schönes Beispiel ist ja, da gab es vor ein paar Monaten diesen 1-Milliarden-Dollar-Hack, wo die verschiedene Banken über Jahrzehnte teilweise ausspioniert wurden. Auch alles basierend auf Social Engineering. Die haben Kameras, also natürlich ist es immer eine Kombination, aber die haben Kameras übernommen, ausspioniert, hatten Zugriff drauf, konnten dann sehen, wie gehen die Bankangestellten einfach in ihrem täglichen Arbeitsablauf vor, um das dann selber nachvollziehen zu können und selber durchführen zu können, um sich dann selber Geld überweisen zu können. Die anderen Angriffe, da gehen wir von aus, dass es auch alles auf Social Engineering basiert. Aber gerade über den Bundestag, den Sony-Hack oder TV5 Monde, da gibt es bisher noch keine größeren Informationen. Bei Ashley Madison natürlich auch ein schöner Vorfall, mit dem, dass dann wohl angeblich nur 70.000 Frauen registriert sind und 10 Millionen Männer oder 20 Millionen Männer. Das ist natürlich auch ein schönes Verhältnis. Da wird aber bisher von ausgegangen, dass das ein Insider-Angriff war. Das heißt, ein unzufriedener Mitarbeiter hat eben die Informationen rausgegeben. Gut, jetzt habe ich gesagt, die basieren auf Social Engineering. Was genau ist Social Engineering? Ich denke, die meisten haben schon eine ganz gute Vorstellung davon. Was man sagen kann, ist, das ist einfach so ein Set aus grundlegenden Manipulationstechniken. Also, das sind jetzt keine speziellen IT-Angriffe, sondern es geht vor allem darum, das Fehlverhalten von Menschen zu provozieren und die irgendwie dazu zu bringen, was zu machen, was einfach schlecht für sie ist. Das ist häufig weit einfacher, irgendwie Menschen dazu zu bringen, Informationen rauszugeben oder auf einen Link zu klicken, USB-Stick einzustecken. Ist weit einfacher, als sich da tagelang mit zu beschäftigen, durch eine gut konfigurierte Firewall zu kommen. Deswegen sind solche Angriffe heutzutage sehr verbreitet. Und kann aus verschiedenen Motivationen kommen. Ich konzentriere mich, oder ich habe mich auch in meiner Masterthesis im Wesentlichen auf den Business-Kontext konzentriert, das heißt auf Industriespionage. Im gleichen Bereich bewegen wir uns natürlich mit Datendiebstahl und Sabotage, aber auch im privaten Bereich ist Identitätsdiebstahl ein großes Thema. Gut, ein paar konkrete Beispiele mal. Also ich schreibe hier: Social Engineering gibt es auch im Alltag, auf der Straße. Ein Beispiel: Am Luisenplatz stehen Zelte, stehen Pavillons von SOS-Kinderdörfern beispielsweise. Leute kommen an und sagen: Hier, wie geht's Ihnen denn heute? Man sagt: Ja, super, mir geht's gut, weil das ist die Standardantwort. Und dann kommt die Antwort: Okay, wenn es Ihnen so gut geht, es gibt andere Menschen auf der Welt, denen geht's nicht so gut. Teilen Sie doch etwas von Ihrem Glück, sozusagen, ja. Dann kann man jetzt in dieser Situation kann man nicht mehr sagen: Okay, eigentlich geht es mir doch gar nicht so gut. Mein Kind hat doch irgendwie Probleme oder zu Hause läuft es nicht gut, deswegen will ich nichts abgeben. Sondern sobald man einmal da die Aussage getroffen hat, mir geht's gut, dann wird auch verlangt, dass, oder wird erwartet, dass man dabei bleibt.
Anderes Beispiel von Filmen ist Frank Abagnale, also von Leonardo DiCaprio gespielt in Catch Me If You Can, nimmt er die Rolle vom Piloten ein, von ihm selber als Inspektor, also als Agent der vom FBI, wo er genau diese Manipulationstechniken nutzt, um eben die Leute im Prinzip hinters Licht zu führen. Andere Beispiele sind natürlich sowas wie Phishing, Spearphishing, das heißt sehr, sehr spezielle Phishing-E-Mails, wo es wirklich um darum geht, ein bestimmtes Opfer auszuspionieren. Das heißt, man sammelt vorher immense viele Informationen über das Opfer, um dann wirklich man sucht sich ein Opfer dafür raus. Ansonsten natürlich das Standardbeispiel, manipulierten USB-Stick auf dem Parkplatz liegen lassen, oder man kann sich auch per Telefon als Person ausgeben, keine Ahnung, Sekretär vom Chef, und man muss unbedingt ganz schnell Informationen bekommen, wer sind die neuesten Mitarbeiter, weil der Chef da Druck macht, und somit kann man auch dann häufig Menschen dann da manipulieren. Noch ein ganz interessanter Angriff war, der hat kürzlich stattgefunden, das war auf die Electronic Frontier Foundation, also eine Organisation, eine NGO in den USA, die auf Menschenrechte in der digitalen Welt Wert legt. Da hat jemand angerufen morgens mit der Nummer aus UK und hat sich ausgegeben als jemand von Reuters, ja, Interviewanfrage, ich schicke Ihnen später nochmal ein Dokument. Also sowas sieht wirklich glaubhaft dann aus, wurde nicht draufgeklickt, wurde nochmal nachgefragt. Insgesamt wurden über 30 Telefonangriffe auf das Opfer an diesem Tag durchgeführt. War zum Glück aware oder bewusst, dass das ein Angriff sein könnte, und da ist bei dann nichts passiert und es wurde entdeckt. Aber solche Angriffe können schon wirklich, also da steckt schon wirklich auch Motivation und Aufwand dahinter, sowas durchzuführen. Das sind nicht mehr so reine Phishing-E-Mails gesendet an 10 Millionen Leute, sondern wirklich da werden speziell Personen ausgewählt. Wie gehen Angreifer da prinzipiell vor? Das ist, wie gesagt, es geht darum, Menschen zu manipulieren. Und es gibt einfach so Eigenschaften von Menschen, die generell jeder hat, die man für sowas ziemlich gut ausnutzen kann, um sie zu manipulieren. Menschen sind generell hilfsbereit und wollen nett sein. Also keiner lügt, nur weil man lügen möchte, sondern normalerweise, wenn auf der Straße jemand etwas fragt, dann gibt man erstmal eine ehrliche Antwort, wenn man nicht darüber nachdenkt, dass das Ganze jetzt ein Problem für sich selbst bedeuten könnte. Generell gibt es natürlich Vorurteile, gerade gegenüber Autoritäten. Autoritäten gibt es dann soziale Autoritäten, das heißt, eine Gruppe hat normalerweise immer so eine Art sozialen Führer. Ja, das sowas legt sich automatisch fest, dass einer, der gibt mehr die Richtung vor als andere, und dann hört man auch auf seine Meinung mehr, als wenn andere etwas vorschlagen einfach. Generell ganz interessant ist ja auch das Verlangen nach Anerkennung, das Verlangen, also dass man einfach sich so darstellt, man hat ein bestimmtes Wissen, man kennt sich aus, man ist einfach ein super Typ, deswegen versucht man dann häufig auch gerne weitergehende Informationen, die man besser nicht preisgeben sollte, auch preiszugeben, um zu beweisen, ja, ich hab's drauf. Dazu gibt's dann generelle Manipulationstechniken, ja, also das sind erstmal die menschlichen Schwächen, und die können dann eben ausgenutzt werden. Das heißt, man versucht, das, was ich eben genannt hatte, dieses Beispiel vom Luisenplatz, von SOS-Kinderdörfern oder sowas, da wird die Konsistenz ausgenutzt. Wenn man einmal etwas sagt, dann wird erwartet, dass man dabei bleibt. Genauso so ein Gefühl der Gegenseitigkeit, ja, wenn ich jetzt einen Brief mit einem iPod oder ein Paket mit einem iPod an einen Firmenchef sende und sage, ja, hier ein kleines Werbegeschenk, im Gegenzug bitte, gucken Sie sich mal, ich schicke Ihnen eine E-Mail, gucken Sie sich mal unser Angebot an, wird das PDF geöffnet, unter Umständen ist der Computer infiziert. Genau. Generell ist dabei dann wichtig, also was man auch bei der menschlichen Interaktion, wo man darauf achtet, ist, dass man, also Menschen, man mag Menschen, die einen selber mögen. Das ist einfach so ein Grundprinzip. Das heißt, häufig gehen dann die Angreifer auch so vor, also man ist super nett, man ist hilfsbereit, man hilft Menschen, man lächelt viel, man zeigt, dass man jemanden mag, und dann automatisch wird auch einem wird zurückgezahlt mit Freundlichkeit, mit Nettigkeit. Generell ist es eigentlich egal, was für Angriffswege genutzt werden. Ob das jetzt persönlich ist, man geht vor Ort hin, wie ich gerade gesagt habe, ob man Spearphishing-E-Mail sendet, ob man Mülleimer durchsucht, ob man Telefonangriffe macht. Generell wird so vorgegangen, dass zuerst man erstmal sau viele Informationen über das Opfer kriegen muss. Also generell Social Engineering-Angriffe, man sammelt sehr viele Informationen, guckt dann, was für Angriffe sind möglich, baut unter Umständen eine Beziehung mit dem Opfer auf und nutzt diese Angriffe dann aus, um Zugang zu Systemen oder zu Daten, zu Informationen zu bekommen. Man sieht schon, das sind sehr
Also es ist ein riesiges Feld von Angriffen, ja. Also es ist daher auch total schwierig, sich gegen sowas zu schützen. Ich konzentriere mich jetzt im weiteren Vortrag eher auf den Unternehmensbereich, wie man sich dagegen schützen kann. Gerade hier der Direktor von Europol hat kürzlich gesagt, Hackers target banks, not customers. Gerade im Bereich Social Engineering mit Phishing-Mails, Spear-Phishing-Mails, es geht darum, in die Banken reinzukommen, in die Bankensysteme reinzukommen. Die Nutzer selber werden mittlerweile eher vernachlässigt. Standardmäßig, was kann man dagegen tun? Das kennen die meisten wahrscheinlich. Risikomanagement ist immer ein tolles Thema, besteht aus den verschiedenen Bereichen. Erstmal muss man sich natürlich angucken, wie sieht die Sicherheit im Unternehmen aus? Was ist das Risiko? Dann kann man gucken, wie man darauf reagiert, um das Risiko zu vermindern. Und anschließend, was macht man, falls wirklich was passiert ist? Wie reagiert man dann im Nachhinein darauf? Dazu ein kurzer Einblick, also zur Risikobewertung. Technische Penetration Tests, weit verbreitet, gibt es seit Jahren, relativ erfolgreich. Man macht ein Port Scanning, Network Mapping, man guckt sich an, diese Wi-Fi-Systeme, was auch immer. Das ist allerdings viel schwieriger im Bereich von Social Engineering. Wie soll man da einfach so ein System testen? Wie soll man da so ein System überprüfen? Es ist möglich, darüber ging auch meine Masterthesis, wir haben da auch ein Unternehmen getestet. Allerdings hat man immense Probleme. Einmal rechtlich, weil wir bewegen uns im Bereich der Mitarbeiterspionage. Man guckt sich an, wie gut sind die Mitarbeiter, was machen die, was dürfen die? Und das ist immer natürlich vor allem in Deutschland ein großes Problem. Andererseits ethisch, wie weit darf man Mitarbeiter, Menschen manipulieren? Ja, also wenn man jetzt der Gute sein will, wie weit darf man das wirklich machen? Und das Ganze ist auch noch ein immenser Aufwand. Also es kostet einfach ewig viel Zeit, ein Unternehmen wirklich abzuklopfen und zu testen, zu sehen, wo liegen die genauen Probleme eigentlich, wenn es um Menschen geht. Genau, bei der Minderung, also beim Kampf gegen Social Engineering, gibt es einige Dokumente, einige Zertifizierungen, Vorschriften von verschiedenen Instituten, die allerdings alle Social Engineering eher am Rande behandeln. Also sind im Wesentlichen auch ältere Dokumente, sowas, also die werden häufig nicht so sehr up to date gehalten. Und Social Engineering wird da wirklich nur so weit am Rande behandelt. Allerdings ist es auch so, wie ich gesagt habe, Social Engineering ist ein Thema, das ist komplex. Das geht von der Geländesicherheit, das heißt ein Zaun, ein Pförtner, Videoüberwachung, Nachtwächter, über IT-Systeme, das heißt man muss euch auch gucken, also ein guter E-Mail-Filter kann da auch immens helfen, sodass hier es ist schwierig ist, da konkrete einzelne Maßnahmen herauszustellen. Ganz kurz zusammengefasst, was Sie da so schreiben. Generell natürlich hat ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter aufpassen, sich nicht manipulieren lassen, sieht schon mal ganz gut aus, gerade bezüglich Social Engineering. Um das aber zu unterstützen, werden viel Awareness-Schulungen eingesetzt, wird viel darauf gebaut. Allerdings hat man immer dieses Problem, Produktivität gegen Sicherheit. Ja, Mitarbeiter sollen tagsüber arbeiten, die sollen wirklich was leisten, die sollen nicht die ganze Zeit nur auf Security achten, beziehungsweise das ist nicht deren Fokus. Und deswegen gibt es im Alltag, ist es einfach total schwierig, das wirklich unterzubringen. Generell kann man die Mitarbeiter aber dabei dann eben unterstützen. Das heißt, es gibt Studien, die zeigen, Vorschriften, Richtlinien, Leitlinien, die helfen den Mitarbeitern wirklich. Das ist klar, wenn da dann, also nur weil es eine Vorschrift gibt, heißt es nicht, dass es umgesetzt wird. Und das heißt dann auch erst recht nicht, dass es wirklich sicher ist. Aber es gibt so eine Art Richtfaden, so eine Art Leitfaden an die Hand, wie man sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Dann natürlich physikalische Sicherheitsmaßnahmen. Wenn ich schon im Zaun dafür sorge, dass niemand aufs Gelände kommt, dann braucht auch im Gebäude man weniger darauf aufpassen, wer denn da jetzt eigentlich rumläuft und wie man dann damit umgeht. Genauso gibt es technische Tools, die einem dabei unterstützen können, also dass man nicht so sehr aufpassen muss, nicht so viel Aufmerksamkeit braucht. Und natürlich, was immer noch ein wichtiges Thema ist, all diese Mechanismen und Tools, die bringen alle nichts, wenn niemand weiß, wie man damit umgeht. Das heißt, man muss den Leuten das beibringen, gerade eben den Nicht-Informatikern, wie man sowas benutzt. Genau, darüber hinaus in diesen Vorschriften, Richtlinien gibt es unglaublich viele Themen, die man da mit einbeziehen sollte. Viele Dinge sind relativ selbsterklärend. Eine Geräterichtlinie wie Bring Your Own Device muss natürlich geregelt werden. Wie Passwörter geregelt sind, wer verantwortlich ist, falls was passiert, wie die Prozeduren ablaufen, was mit dem Account passiert, wenn ein Mitarbeiter gefeuert wird oder von alleine geht, sowas sollte da alles geregelt sein. Generell, wenn man den Mitarbeitern dann erklärt, wie man sowas,
wie im Unternehmen damit im Arbeitsalltag damit umgegangen werden soll. Unterscheiden wir nochmal zwischen zwei Bereichen. Und zwar einmal die Schulung der Aufmerksamkeit. Das heißt, was solltet ihr im Alltag beachten? Womit solltet ihr wie umgehen? Und dann nochmal den Bereich des Trainings. Das heißt, da werden wirklich Fähigkeiten den Mitarbeitern übermittelt, dass sie in der Lage sind, bestimmte Aktionen zu tätigen. Ganz wichtig ist aber natürlich, dass die Motivation der Mitarbeiter mit einbezogen wird. Also eine Awareness-Schulung, wo einfach den Leuten nur so vortragsmäßig ein bisschen was erzählt wird, bringt meistens nicht so viel. Das ist relativ schnell wieder verloren, muss man natürlich beachten. Die Schutzmöglichkeiten für die Mitarbeiter, das ist, denke ich, uns allen relativ klar. Wir sind ja hier eher unter Informatikern. Wichtig ist natürlich die Aufmerksamkeit. Andererseits eben HTML-E-Mails muss man besonders aufpassen, auf was für einen Link man klickt. Geregelte Passwörter, Updates, der Standardbereich. Bestimmte Tools, die einen dabei unterstützen können, sind der Klassiker, der Schredder, der Aktenvernichter. Sowas ist gerade ein Unternehmen, wenn man sensible Dokumente hat, ist ein ganz wichtiges Thema, dass man die nicht einfach auf den Müll wirft. Sowas darf man nicht vergessen. Es geht nicht nur um digitale Sicherheit, sondern eben in dem Bereich dann auch ums Analoge. Dann gibt es ein paar Tools, die vom Fachbereich, also an der TU entwickelt wurden. Da geht es um Usable Security. Eine App zum Beispiel ist NoFish. Da wird Menschen, also den Nutzern wird beigebracht, auf dem Handy können die spielerisch mit Gamification lernen, wie man Phishing-Angriffe erkennt, wie man reagiert, welche Website ist denn sicher, was nicht. Andererseits gibt es noch Passec, das ist auch ebenfalls von der Uni entwickeltes Tool, das anzeigt, wenn man auf einer unsicheren Website ist und da seine Zahlungsdaten oder seine Login-Daten eingeben möchte und das da einfach eine Warnung listet. Und darüber hinaus gibt es noch ein ganz nettes Tool, wo ich ein großer Fan von bin, das ist MailHops. Das zeigt einfach nur an, wo denn die E-Mail eigentlich herkommt. Also ich habe hier letzten Donnerstag eine E-Mail von angeblich Amazon bekommen. Ja, ihr Amazon-Konto benötigt ihre Hilfe und dann wird direkt angezeigt, kommt aus Russland. Okay, würde mich jetzt verwirren, wenn Amazon mir aus Russland eine E-Mail sendet. Und dann ist natürlich relativ klar, okay, da läuft was schief. Gut, das war's auch schon mit meinem Vortrag. Gibt es noch Fragen, gerne Anmerkungen? Ja. Ja, es ist natürlich, also ich wiederhole die Frage kurz, wie ist es mit offenen Systemen, wenn es darum geht, möglichst viele Mitarbeiter zu finden, die sich beteiligen, gerade dann ehrenamtlich oder so, wo man leicht reinkommt. Das ist natürlich ein sehr, sehr kritisches Thema, weil Mitarbeiter oder Leute, die unterstützen wollen, die helfen wollen, die brauchen einfach Zugang zu Informationen, sonst können sie nicht arbeiten. Das ist einfach dieser Trade-off Security, Productivity. Und da muss man erstmal natürlich gucken, also an sich ist angebracht zu überprüfen, wer ist das denn genau, bisschen das alles zu hinterfragen und dann vorsichtig auch mit der Freigabe von Informationen umzugehen. Aber Mitarbeiter, die wirklich helfen sollen, die was machen müssen, die brauchen Informationen auch, um was zu machen. Und da muss man denen die dann eben auch zu einem gewissen Grad zur Verfügung stellen. Da wird es dann eben kritisch. Wichtig ist es erstmal halt zu überprüfen, wer ist das denn. Genau, also dieses Hinterfragen, dieses Aufpassen, genau das hier. Man muss einfach Skepsis walten lassen. Es ist auch, also generell wird von Angreifern dann auch immer versucht, von der eigenen Geschichte abzulenken. Das heißt, wenn Nachfragen kommen, versucht man so, das nennt sich Diversion, also wirklich so ein bisschen die Zweifel zu zerstreuen, um dann, es ist halt schwierig, eine wirklich stichhaltige Hintergrundgeschichte aufzulisten. Und wenn man sich da einmal verhaspelt, hat man eben ein Problem und ist entdeckt. Das heißt, daran kann man das auch erkennen. Wenn jemand dann mit so einem Social Engineering Angriff ankommt, dann kann man, also, oder wenn es einem ein bisschen Spanisch vorkommt, dann fragt man ein paar Fragen nach, überprüft die Hintergrundgeschichte. Wenn das alles rund ist,
kann man davon ausgehen, dass es sicher ist. Eine absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht, wie in allen Bereichen. Ja, durchaus ist es, also ich würde mal sagen, eher gleichbleibend, ja, oder auch natürlich gibt es da auch eine Steigerung. Wo es aber definitiv noch einen viel höheren Anstieg gibt, sind wirklich die Angriffe auf die Banken, gerade mit Social Engineering. Das heißt, Mitarbeiter werden ausspioniert. Es wird versucht, gerade mit Spearphishing-Angriffen dann auf einzelne Mitarbeiter einzugehen. Es ist heutzutage ziemlich einfach, über Facebook, LinkedIn Informationen oder auch Jobbewertungsportale Informationen über Firmen und über Mitarbeiter zu bekommen, um dann eben ein spezielles Angebot über neue Golfschläger oder man weiß, dass ein Auto gesucht wird und dann schickt man irgendwie einen ein paar Bilder von einem gebrauchten Auto, was man zu verkaufen hat. Sodass halt wirklich nicht mehr also einfach vor allem die Angriffe auf die Banken haben sich erhöht, während die Angriffe auf die Privatleute eher, also sich nur langsam erhöhen und eher gleich bleiben. Ja. Ist denn beim Thema Passwortrichtlinien so aktuell der Stand der Wissenschaft? Also ich habe einen Kunden, der legt sehr hohen Wert auf seine Sicherheit. Das ist schwierig, da gibt es viele Forschungsansätze, wie man damit umgehen kann. Natürlich ist sowas wie ein Passwortmanager immer ganz, ganz nett. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Authentifizierungstools, wie man nutzt eine Karte oder einen Token oder Fingerabdruck, um sich eben zu authentifizieren am Gerät. Das heißt, dass man so diese Zwei-Faktor-Authentifizierung gegebenenfalls auch noch hat. Ja. Da ist mir noch nicht so der heilige Gral bekannt, was jetzt die perfekte Zeit ist, wann die Passwörter geupdatet werden sollten oder sowas. Gibt es verschiedene Meinungen zu. Ja. Also wir sind gerade dabei, so ein Startup in dem Bereich aufzumachen. Und bei uns geht es darum, so einen Social Engineering Penetration Test eben einzuführen. Das heißt, wir greifen Unternehmen an, wir überprüfen die, wir machen interne Analyse, gucken uns an, wie sieht der Alltag da aus, was für Vorschriften gibt es, all die Sicherheitsmechanismen, die heutzutage bekannt sind als gut, um am Ende dann sagen zu können, okay, die effizienteste Sicherheitsmaßnahme ist die, macht erstmal das, alles auf einmal kann man nicht umsetzen. Also da, genau, das sind gerade die ethischen Probleme, die man da hat. Wir fahren den Ansatz, da komplett anonym zu bleiben, was die Mitarbeiter angeht, wer jetzt den Fehler gemacht hat, und sagen, wir machen im Prinzip so einen umfassenden Überblick über die Sicherheitssituation. Und wenn wir wissen, okay, 30% der Mitarbeiter haben jetzt auf den Link geklickt, dann scheint da Schulungsbedarf zu sein beispielsweise. Man muss eben noch bessere E-Mail-Filter oder sowas haben, um die Leute da zu unterstützen. Dann weiß man halt, also kann man tracken, okay, so und so viel Prozent der Leute haben die Probleme, aber wir versuchen das wirklich komplett auszuklammern, um zu sagen, wer das genau war. Bisher sind wir nur zu zweit. Aber wir sind halt relativ früh noch, also es läuft doch nicht so lange, aber wir sind da auf dem Weg. Genau. Genau, wir schaffen einen Überblick. Ja, genau, das Problem hat man da dann aber, also dann hat man wirklich nur so einen stichprobenartigen, also wenn das gewünscht ist von einem Kunden von uns, dann können wir das natürlich auch machen, allerdings muss es dann auch mit den Mitarbeitern vorher abgeklärt werden. Also die einfach darauf zu überprüfen, ohne dem was dazu gesagt zu haben vorher, das ist halt rechtlich komplex, gerade in Deutschland. Du hast vorhin das Thema Security-Wertungsmaßnahmen. Hast du da konkrete Beispiele, was an Training bisher gemacht worden ist, was die besten Möglichkeiten sind, das doch eher schwierige Thema den Leuten zu geben?
Also da gibt's ja, also die Frage war, spezielle Awareness-Maßnahmen, was ist da Stand der Forschung, was State of the Art, was für Möglichkeiten gibt es, das zu machen? Im Prinzip, da gibt es verschiedene Ansätze. An der Uni ist die Forschung gerade da oder ist gerade ein Projekt, da wird mit E-Learning soll das umgesetzt werden. Das heißt, ein Online-Tool, wo sich die Mitarbeiter, die haben Zeit innerhalb von einem Monat, sich damit zu beschäftigen, sich durchzuklicken, müssen Tests machen, erreichen bestimmte Punkte, wird mit Videos und ja auch Gamification-Ansatz wird das Ganze eben angegangen. Ansonsten gibt es natürlich diesen reinen Vortragsstil, der aber mehr oder weniger effektiv ist, sagen wir mal. Also es ist anzuzweifeln. Und die natürlich relativ aufwendigen Ansätze, wo man wirklich sich mit den Mitarbeitern hinsetzt, ihnen das genauer erklärt, so eine Art Workshop macht, wo das jeder dann selber nachvollziehen kann. Das sind jetzt so die wesentlichen Ansätze in dem Bereich. Gibt es auch noch keinen heiligen Gral, wie man da am besten das angeht. Also ich habe sowas gemacht in meiner Masterthesis, ist aber unter Verschluss, weil wir halt jetzt ein Business damit versuchen aufzuziehen. Ansonsten ist im Moment in der Forschung gibt ein EU-Projekt, wo die da in diese Richtung auch forschen, kann ich gerne nach dem Vortrag nochmal zu mir, gebe ich den Link und dann kannst du das gerne auch nochmal angucken. Die sind aber noch in einem relativen Anfangsstadium. Genau. Weitere Fragen? Okay. Dann war's das. Danke für die Aufmerksamkeit. Freut mich, dass so viele gekommen sind.